Der dunkle Parabelritter ist neu bei Funk und Massengeschmack TV zieht eine erste Analyse, die wir uns jetzt gemeinsam ansehen werden. Erste Videos unter Funkflagge und schon frisst der Parabelritter Kreide. Naja, schauen wir uns mal an, was Volker Kreimeier hier für Argumente vorzubringen hat. Die TikTok-Inhalte sind öffentlich und sonst ist das an keinen Server angebunden, den ich also nutze. Und habt ihr es gerade gesehen? Der dunkle Parabelritter saß auch in der Runde. Ja, kaum hat er seinen Funkvertrag unterschrieben, schon wird er in öffentlich-rechtliche Talkshows eingeladen. So läuft das bei denen, ne? Ja, und auf seinem YouTube-Kanal, der jetzt ja eben auf Funkwelle schwimmt, sind auch die ersten beiden Videos jetzt veröffentlicht worden schon. Das erste Video hieß Das Ende der Wokeness. Und naja, gut, da ist jetzt gar nicht viel dazu. Ja, es war halt ein schlechtes Video. Also da haben wir damals darauf reagiert und dann mal, also der Parabelritter hat sich da für Inklusivität gegen Spaltung ausgesprochen. Und dann sind wir die ganzen Videos des Parabelritters durchgegangen. Das gegen Sarah Wagenknecht, das gegen Daniele Ganser. Das Ganze, was er gegen die AfD da verbreitet hat. Das war schon extrem spalterisch. Also du kannst nicht für Zusammenhalt und gegen Spaltung sein und dann solche Videos raushauen, wie es der Parabelritter andauernd tut. Dazu zu sagen, das ist so ein Wischiwaschi-Video. Deswegen würde ich auch nie sagen, dass ich gegen Spaltung bin. Also, oder grundsätzlich gegen Spaltung bin. Also das ist, glaube ich, ein großer Fehler, wenn man sagt, wir alle lieb haben. Nee, es gibt halt Leute, die wollen das einfach nicht. Und da dann zu sagen, ich bin gegen Spaltung, während du aktiv die Spaltung gegen solche Leute vorantreibst, ist einfach Heuchelei. Und sowas mag ich nicht. So. Er fordert das Ende des Kulturkampfes und sagt dann irgendwie, na ja, alle müssen mal so ein bisschen aufeinander zugehen und bla bla bla. Also das hat mich jetzt nicht wirklich besonders weitergebracht. Das zweite Video ist da schon interessanter und vor allem auch entlarvender, auch dem Parabelritter gegenüber entlarvender. Denn um was geht es? Den Anzeigenhauptmeister. Was braucht es, um einen viralen Hit in Deutschland zu produzieren? Nicht viel. Es reicht schon, wenn ein Mensch etwas tut, was Autofahrer so richtig auf die Palme bringt. Und wie die sich aufregen. Es ist ein neuer Sheriff in Town. Der Anzeigenhauptmeister. Ein junger Mann mit einer Mission. Spiegel TV hat ihn bekannt gemacht. Danach ging alles ganz schnell. Erst in den Nachrichten. Erst Thema bei... Herr Seller, auf die BSW-Pressekonferenz habe ich schon reagiert am Anfang. Also die kommt bald auf YouTube, beziehungsweise kannst du dann angucken, wenn der Stream sich nochmal holen lässt hier auf Twitch. TV Total. Er wird von Late Night Berlin parodiert. Ganz YouTube Deutschland reactet auf ihn. Was als kleiner skurriler Aufreger begonnen hat, hat sich schnell verselbstständigt und ist völlig eskaliert. Jetzt ist der Anzeigenhauptmeister Opfer von Gewalt geworden. Und zwar in der Umgebung von Halle. Und als Hallenser muss ich dazu wohl mal was sagen. Und generell, wir müssen dringend mal darüber sprechen, was hier passiert ist. Ja, Wahnsinn. Also ein Video mit dem Tenor haben Leute wie ich oder andere schon vor ein, zwei Wochen veröffentlicht. Das ist nun wirklich nichts Besonderes, was er da jetzt noch zu berichten hat. Ne? Also da braucht man keinen Rundfunkbeitrag dafür. Also im Übrigen verschweigt er, dass Vorspiegel TV ja schon, wie gesagt, Hallo Deutschland im ZDF über den Anzeigenhauptmeister berichtet hatte. Die waren ja die ersten, nicht Spiegel TV. Die haben es dann halt nochmal groß in einem eigenen YouTube-Video gebracht und das Ding ging dann eben viral. Interessant, warum lässt er das denn weg mit Hallo Deutschland? Ne? Ohne Funk wäre das nicht passiert, ne, Herr Parabelritter. Ja, natürlich braucht er erstmal einen klickträchtigen Knaller, wie das bei Funk eben läuft, ne? Weil ohne Quote, ne, keine Kekse sozusagen. Wir sind ja ein öffentlich-rechtliches Netzwerk, wurde ihm gesagt. Hier geht es doch nicht um Inhalte. Ne? Du musst ja ordentlich Klicks bringen. Deswegen bist du bei uns, nichts anderes. Und tatsächlich schon über 300.000 Abrufe nach 3 Tagen. Aber hat er uns denn nun irgendetwas Neues in diesem Video zu erzählen? Geht er denn mit der Medienberichterstattung irgendwie hart ins Gericht oder irgendwas? Also mein Ziel ist halt, in jeder Stadt und jeder Gemeinde in ganz Deutschland mindestens einen Falschparker angezeigt zu haben. Na gut. Jeder hat halt Träume mit 18. Meine sahen damals anders aus. Aber allein hierdurch wird deutlich, wir haben es mit einer Person mit einem sehr spezifischen Hobby zu tun. Ein Hobby, das er mit großer Akribie durchführt. An und für sich ist das ja respektabel. Und dann ist das auch noch was, was der Gemeinschaft zugutekommen soll. Schließlich hat er nach eigenen Aussagen allein im letzten Jahr
schon für Bußgelder in Höhe von etwa 140.000 Euro gesorgt. Ermittelt hat er das natürlich selbst in seiner Jahresstatistik. Da hat er nämlich 4.247 Anzeigen vermerkt. Im Schnitt soll er ein Dutzend Parksünder pro Tag anzeigen. Also das ist nichts anderes mehr als Leistungssport. Immerhin produktiv ist er ja scheinbar schon. Und wenn man sich den Beitrag anschaut, scheint es, als wäre unstrittig, dass das, was er tut, dieses Geld, tatsächlich für die Stadt erwirtschaftet wird. Macht er sich Feinde? Klar. Aber wo er ist, wird die Ordnung wiederhergestellt. Ohne Gnade. In einem anderen Beitrag gibt er stolz zu Protokoll, dass der kürzeste Anhaltende in einem absoluten Halteverbot gerade einmal 8 Sekunden stand. Also ich habe auch schon Haltverstöße angezeigt. Deswegen habe ich mir auch keine Videos über einen Anzeigenhauptmeister angeschaut. Also ich habe das auf Twitter mitbekommen, dass es den gibt und gedacht, lasst mich in Ruhe. Okay, jetzt werden wir mehr als die Hälfte des Videos hier mit dem Thema belästigt. Wo jemand im absoluten Haltverbot gehalten hat, was 8 Sekunden gedauert hat. Auch der war den geschulten Augen des HAM nicht entkommen. Moment, ich dachte jetzt irgendwie, er will die Medien kritisch beleuchten wegen ihres Umgangs mit dem Thema. Und dieses ganze Bashing gegen den Anzeigenhauptmeister, dass er darüber irgendwie kritische Berichterstattung betreibt. Stattdessen macht er sich erstmal selber lustig über den und haut erstmal 10 Minuten selber drauf auf ihn. Und das, nachdem andere das schon längst getan haben und alle sich längst ausgelassen haben über den Herrn, das ist wirklich ein alter Hut. Also guten Morgen, Herr Paradenreiter. Ja, Sie sind ja wirklich einer von den ganz Schnellen gewesen mit Ihrem... Chat, Anzeigenhauptmeister, der deutsche Superman. Jede Nation hat die Helden, die sie verdient. Ja, ich glaube, so kann man es auch sagen. Im Funkvideo. Also kommt jetzt noch irgendwas Relevantes in diesem Video? Ich meine, ist ja immerhin von eurem Rundfunkbeitrag finanziert. Ich hoffe jetzt mal, dass es jetzt, nachdem dem AHM etwas zugestoßen ist, es auch beim letzten Journalisten angekommen ist. Dass man nämlich mit Spott und Framing es immer schlimmer macht. Ach nee, wir haben ja noch Springer-Journalisten. Am 14.03. erschien online ein Interview mit dem AHM. Das war am 12.03. gedruckt erschienen, an dem Tag, an dem bekannt wurde, dass der AHM angegriffen wurde. Und der Inhalt ist... krass. Bereits im Spiegel-TV-Beitrag hat sich ja gezeigt, dass man ihn ganz wunderbar das Wort Denunziant in den Mund legen kann. Also ich springe mal zum Fazit von Holger hier. Hier sagt er dann was noch dazu. Ich finde den Hauptmeister nämlich echt nicht so spannend. Also ja, der Parabelritter beschäftigt sich mit einem irrelevanten Thema, das wird jetzt wahrscheinlich die Kritik sein. Anzeigenhauptmeister herumgehackt hat. Ja, das ist ja irgendwie ein bisschen schizophren, ne? Also vor allem er kritisiert Spiegel TV und Welt und Springer Verlag und lässt die Öffentlich-Rechtlichen völlig außen vor. Die waren ja genauso mit dabei, wie gesagt, ne? Und wir wollen nochmal festhalten, dass, wie gesagt, Hallo Deutschland im ZDF die ersten waren, die überhaupt über ihn berichtet haben. Auch das sagt er, wie gesagt, nicht. Und sie haben es auch schon getan unter voller Nennung des Namens vom Anzeigenhauptmeister. Ja, da hat sich doch der Panadenröster gleich im ersten Video selbst entlarvt, möchte ich mal so sagen. Oder im zweiten Video war es ja genau genommen. Denn wie war das noch, als er seinen Wechsel zu Funk ankündigte? Und das beinhaltet natürlich auch weiterhin Kritik an Irrinhalten. Ja, nicht, dass sich da jetzt irgendjemand in Sicherheit wähnt, nicht wahr? Ja, offensichtlich wähnt sich Funk in Sicherheit. Ich meine, das ist ja genau das, was sie mit diesem PR-Gag beabsichtigt haben. Sie haben einen großen YouTuber quasi aus dem Verkehr gezogen und damit dann eben auch ein Stück weit öffi-kritische Berichterstattung. Und zugleich verbuchen sie seine Reichweite für sich. Ne? Und können dann sagen, hier, schaut mal, wie erfolgreich Funk ist. Dabei hat er diese Abrufzahlen auch schon vorher gehabt, bevor er bei Funk war. Da hat Funk nichts zu beigetragen. Ne? Ja, ist schon wirklich irre, was hier passiert. Der Parabelritter... Mich würde mal interessieren, wie viel Gebührengelder für diesen PR-Stand draufgehen. Also das ist doch mal eine Frage, die man stellen könnte. Er hat sich von der dunklen Seite der Macht verführen lassen und nun steht er unter der Knute des Imperators. Tragisch. Die Mediatheke, jeden Samstag neu... Ja, also es waren jetzt... Okay, das Wokeness-Video, was mich daran gestört hat, habe ich auf meinem Kanal schon kritisiert. Schaut euch das gerne an. Aber das Anzeigenvideo hat er sich halt mit einem irrelevanten Thema beschäftigt und seltsamerweise die ÖR-Berichte nicht erwähnt. Kann man kritisieren. Hatte jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Finde ich schade. Ich wollte mir eigentlich, abgesehen von dem Wokeness-Video, noch andere Parabelritter-Videos anschauen, aber habe gedacht, Mensch, wenn Massengeschmack TV das schon so gut zusammengefasst hat, dann reagieren wir lieber da drauf. Aber das war jetzt, ja, schon etwas weniger als gedacht. Ich meine, war ja fast nur der Anzeigenhauptmeister hier in dem Video.